Oh mein Gott, ey, es ist ein richtiger Krimi hier. Rennt, rennt. Schnell, ich darf jetzt nicht die Ansage machen. Ey, wenn sie jetzt die Ansage machen, sind wir am Arsch. Oh mein Gott, war alles voll umsonst. Das ist eine Riesenschlange. Oh. So, guten Morgen aus dem Great Barrier Reef. Wir versuchen jetzt spontan noch eine kleine Tour, ein privates Boot oder irgendwas zu bekommen, dass wir auf jeden Fall noch schnorcheln können. Aber wir haben gerade gehört, es gibt Probleme mit dem Tender. Das heißt, sie können die Leute gerade nicht beladen auf die Tender und wir fahren von hier nochmal 25 Minuten zu dem Hafen und dann fahren wir nochmal mit dem Bus, bis wir überhaupt ankommen. Das heißt also, unser Helikopterflug ist um 4, 33. Den schaffen wir, Schatz. Den schaffen wir auf jeden Fall. Aber wird knapp, ne? Für irgendwo noch schnorcheln. Aber wenigstens sehen alle hübsch aus und sind ready. Und ich will mal einmal ganz kurz appreciaten. Papa und Milan sind im Partnerlook. Papa, komm mal hier. Zeig mal dein Outfit. Lass meine Stadt bei der Stelle an der Schlange. Okay, der Deutsche geht nicht vom Platz weg. Ich hab mir das aber und ich hab die Towels genommen. Sehr gut. Warten wir noch auf einen besonderen Moment. Warten wir noch Great Barrier, Moment. Stell dich mal neben Papa. Dann dachte ich, heute ist der besondere. Wow, ihr seht toll aus. I love it. Jetzt haben wir uns so gefreut, Schatz. Wir haben uns so gefreut, dass wir hier so schnell in dem Tender drin waren. Und am Ende sind wir wieder die allerletzten. Läuft nicht bei uns heute. Also, Daniel sagt, komm, wir gehen in diese Lagune. Wir gucken die mal Spaß. Aber ich will unbedingt, ich bin ja nicht am Great Barrier Reef, um in der Lagune zu gehen. Ich will hier schnorcheln. Ich will den Helikopter nehmen wir auf jeden Fall. Dafür sind wir definitiv, das haben wir geschafft. Wir sind jetzt auf dem Festland. Aber wir müssen, ja, den haben wir auf jeden Fall geschafft. Also wer weiß, bei uns, you never know. Aber wir fahren jetzt noch mit dem Bus bis zur Innenstadt, bis zum Hauptport. Und da versuchen wir jetzt dann noch irgendwas zu organisieren. Aber ich habe das Gefühl, dass das, glaube ich, auch nichts wird, Schmo. Ich sag, ruhiger angehen. Wir waren schnorcheln in Bora Bora. Aber nicht im Great Barrier Reef. Ja, das guckt man von oben. You don't need to put it on, just hold it. Oh, ist aber hübsch hier. Daniel meckert schon wieder. Nee, siehst du am Hafen? Ja. Oder was? Sieht sehr hübsch aus hier. Man kann ja sagen, ob es schon hübsch aussieht. Was ist denn mein Schatz? Wo ist sie? Pferde! Und alles Cows! So sieht es beim Great Barrier Reef aus. Würde man so theoretisch genau, gar nicht sehr denken, gut, dass oder? Es zeigt. Ja. So grün und kühl. Okay, you guys go to the lagoon? Auf Deutsch, Mo? Achso, ja, ihr geht zur Lagune, have fun, see you later, Alligator. Und ich versuche jetzt never give up mäßig irgendwas zu organisieren. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt Daniel und die Kids zur Lagune geschickt, damit die erstmal einfach eine gute Zeit haben und ein bisschen planschen können im Wasser. Und ich laufe jetzt hier zum Hafen und guck, ob es hier irgendeinen Anbieter gibt oder irgendjemanden, der noch ein Boot oder irgendwas, wo man hier, da steht Entry, nee, da ist Tours, da steht irgendwas mit Tours. So, mal gucken, ob ich da irgendjemanden finde, ob wir vielleicht jetzt wirklich noch irgendwie so zum Schnorcheln kommen, noch für 2,5 Stunden. Also ich meine, die Chance ist nicht sehr groß. Schön übrigens hier, ne? Ist wirklich wunderschön. Aber ja, das sollte irgendwie heute hier alles nicht so richtig sein. Ist echt ein bisschen traurig, muss ich sagen. So, ich laufe jetzt da aber trotzdem mal hin. Marina. Okay, let's see. Bei mir stirbt ja immer die Hoffnung zuletzt. Ich habe ja immer noch irgendwie die Hoffnung, dass ich noch irgendwas organisieren kann, dass wir jetzt noch wenigstens eine halbe Stunde irgendwo schnorkeln können im Great Barrier Reef, ja. Das hört ihr schon mal einen Satz mit X, die Tour da. Da war die Tür geschlossen. Da stand aber sowieso auch nur irgendwas mit Jetski. Oh, guck mal, wie schön hier die Mangroven. Ich drehe mal die Kamera um. Oh, ich liebe ja sowas, ne?
Traum. Schläft auch jemand, macht einen kleinen Happy Nappy. Ein Traum. So, so sieht die Marina aus. Sieht wirklich echt wunderschön aus. Ist auch echt krass mit diesem ganzen Grün und so, ne? Das ist echt der Hammer. Hat so ein bisschen was von Tahiti. Ist auch die gleiche, haben sie gesagt, ist auch die gleiche Klimazone. Und deswegen sieht das wirklich auch alles aus hier wie Tahiti. Auch mit den Palmen und so, ist wirklich wunderschön. Auch alle haben gesagt, dass Cairns wirklich auch eine wunderschöne Stadt ist. Und ich finde, das sieht man. Die kann was. Aber ob ich hier noch eine Tour bekomme, I doubt it. Okay, hier gibt es so ein Terminal, wo man Touren buchen kann. Oh, guck mal. Oh, 1 PM. 1 PM. Green Island. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas hinkriegen. Also auch hier no chance. Die letzte Abfahrt ist um 1. Das wäre jetzt. Also es ist jetzt 1 Minute vor 1. Aber die haben keine Rückfahrtickets mehr. Und wir müssen ja hier zurück sein wegen dem Helikopter um 3.30 Uhr. Das heißt, also wir hätten es sowieso nicht geschafft. Ja, ich überlege jetzt, ob ich einfach jetzt hier noch an den Bootsstegen vorbeilaufe und irgendjemand frage, ob er Lust hat, mit uns zum Reef zu fahren. Weil ich habe ja jetzt sowieso 2 Stunden Zeit. Ja, vielleicht mache ich das. Daniel ist jetzt hier irgendwo. Das muss ich schnell suchen, weil ich habe natürlich, wie blöde, hier die Handtücher mit mir mitgeschleppt, als wir uns getrennt haben. Das Wasser sieht irgendwie richtig so hellbraun aus. Voll sexy. Ja, so jetzt gucke ich mal, wo Daniel ist. Und dann gucken wir, besprechen wir mal, was jetzt hier so der Stand der Dinge ist. Ah, da! Da! Hier. Was wir jetzt machen, vielleicht fahren wir noch schnell in den Regenwald. Das könnten wir auf jeden Fall noch schaffen. Wobei ich gerade online geguckt habe, Tickets gibt es da jetzt nicht, nur erst ab morgen. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Schmu! Du Armer, ohne Handtuch kannst dich nicht mal hinsetzen. Ja? Sand hier. Ja. Hast du mal gesehen, es sind 36,1 Grad. 36,1 Grad. Ich weiß nicht, ob man da in den Regenwald fahren will. Ich glaube, es ist perfekt im Regenwald. Hör, jetzt zeigt es gar nicht. 36,2. Wow. Erzähl du mal den Update. Jetzt habe ich schon. Ich habe gerade mein Update erzählt. Aber ich kenne es ja noch nicht. Nein, gar nichts. Hat nicht geklappt. Was soll ich sagen? Was ist für ein komisch braunes Wasser da? Ja, warum? Ich wollte gleich mal Dr. Google fragen. Warum beim Great Barrier Reef eklig aus. Das Wasser braun ist? Ich habe aber Lust auf Regenwald. Aber das Problem ist, auch online gibt es keine Tickets mehr. und da geht keiner ans Telefon ran. Schmuh, du willst jetzt für eine Stunde bei 36 Grad im Wald fahren. So sieht's aus. Viel Spaß, wir warten hier auf dich. Nur modern gibt alles hier. Ist halt so ein Camper-Typ, ne? Der öfters mal Probleme hat einzusehen, dass das Beste ist, was man bekommen kann. Das ist was ein Freund. Super Schmu! Die sind noch beim Mittagessen. Da, siehst du? Freunde sind jetzt auch noch vom Schiff gekommen. Die Kinder haben Spaß. Und Mutter muss manchmal einfach einsehen, loszulassen. Schmu! Hört mich nicht. Ich schrei hier gegen den Wind. Erzähl, Schatz. Schatz, manchmal muss man einfach loslassen und einsehen. Muss man einfach einsehen, dass heute einfach alles scheiße ist. Dass das Beste genau vor ihm liegt, Schatz. Das ist das du Beste, was heute kommt. Braune Great Barrier Reef oder was genau ist das? Nein, Beste? Pool, die Kinder haben Freunde. Und, Schatz, sei dankbar, dass wir Helikopter fliegen. Ja, bei unserem Glück ist technisches Problem und leider nicht. Nein, das wird nicht passieren. Ich habe Flugenergie. Bei mir klappt immer alles beim Fliegen. Ich habe gerade angerufen, die meinte, sorry, we are booked out. Sorry, Schatz. Habe ich mir fast gedacht. Heute. Du bist halt so ein Kämpfer-Typ, Schatz, ne? Ist jetzt schwer loszulassen für dich. Das macht mich wahnsinnig. Ja, aber was willst du denn sonst machen? Great Barrier Reef sind und jetzt hier sitzen. Siehst du, sei froh, dass du mit mir verheiratet bist und jemanden, der einfach dann... im Pool aufmacht. Das ist so wirklich so das Schlimmste. Ich würde ja wenigstens nicht spazieren gehen oder so. Bei 36,2 Grad. Und steigen. So, Mutter, entspann dich, die Freunde sind angekommen. So, und Daniel gibt auch hier irgendwie... Sportverletzung. Heißt eine Sport... Ja,
Das habe ich ihn gerade gefragt. Also vom Sport oder was hast du für eine Verletzung? Ich kann mein Bein er war so was für ein Sport. Deck vom Elf, von Deck 12 bis Deck 11 laufen? Ja, wo ist die Verletzung? Hier, mein Bein geht nicht mehr so richtig schräg ohne Aua. Ja, also so. Ich glaube, das bedeutet, du solltest mal mit Sport anfangen. Haare Schatz. Werden grau, Schatz. Ja. Bist du dir sicher, jemand älter gewesen zu haben? Ich habe dich ja schon seit fast 17 Jahren. Ja. Ich kann dich nicht mehr austauschen. Die Garantie ist aufgelegt. Du hast dir schon öfters überlegt, aber Rückgabe ausgeschlossen. Versuch. Das ist mir ja auch ich kam immer wieder zurück. Noch angespuckt hier. Siehst du? Du kannst nichts dagegen machen, Schatz. Oh, die Kids haben so eine tolle Zeit. Denen ist scheißegal, ob Great Barrier Reef. Ohne gute Zeit. Du musst sein, wie sie Ich bin trotzdem so sauer! Love it! Milan, du bist ja viel größer geworden. Ja. Ja, steh mal auf, dass wir sehen können. Guck mal, wie erwachsen du jetzt schon bist. Zeig mal, was hast du da auf dem Kopf? Das ist mein Dein Hat? Dein Sandhat? Nee, das ist mein Kopf. Dein Kopf? Ja. Oder eine Mütze? Ah, ist eine Mütze. Lass mich mal gucken. Was hast du denn da auf dem Kopf? Ah, ist eine besonders schöne Mütze. I love it. I love it. Was gibt's schon? Smoothie und Saft. Wow, Coconut. Coconut Man. Bist du der Coconut Man? Ja, das ist für die Kids. Das ist für die Kids. Du hast hier Liver super. Detox. Das ist mein Straight Celery. Oh, super. Liver das Detox. Das ist hier mein Liver Detox. Sehr schön. Cheers, my love. Bei denen ist einfach nur Zucker drin. Mega. Richtig lecker. Bei denen ist leider so bei den Kindern ist nur Zucker drin. Da sind noch Smoothies. Da gehen wir jetzt hin, ne? Das ist unser. Bist du schon aufgeregt, Milan? Chips wieder. Mittagessen Deluxe. Dein Papa ist Geld gespendet. Seatbelts must be worn at all times. There are different styles of seatbelts. Most operate in a similar fashion to a commercial airliner seatbelt. Our crew will show you how they work. Heute ist echt ein Tag, da ist alles durcheinander.
muss geduldig sein. Er hat auch wirklich sogar die Landung noch gemacht. Auf dieser kleinen Insel. Das war so krass. Jetzt nochmal in Ruhe, ohne Geschrei, ohne Helikopter. Tränen in Camp. Wow. Das war echt einfach nur wow. Ich bin echt überwältigt gewesen, auch diese kleinen Sandbänke da. Also unabhängig davon, dass wir wieder Mantas gesehen haben. Ich habe jetzt auch gerade die spirituelle Bedeutung von Mantas rausgesucht. Wir haben drei Mantas. Uiuiuiui, nicht bei den Plants irgendwas machen, mein Schatz. Auf jeden Fall haben die Mantas, Schatz, du hast, ich habe es dir gerade gesagt, was ist die Bedeutung von Mantas? Glück. Nee, Freiheit. Vor allem Glück. Führung. Und ist ein Glücksbringer. Und wir haben Mantas vor allem, haben uns gefunden in Bora Bora. Wisst ihr noch? Und ich sag, wir haben Baby-Stingrays in Bora Bora gesehen. Und das ist echt krass, dass wir die jetzt zweimal gesehen haben. Die spirituelle Bedeutung ist wirklich, die lese ich mir gleich jetzt nochmal ganz genau durch. Ansonsten dieser Insel, dass wir da auf dieser Insel gelandet sind, boah, war das cool? Super Schmuck? Hat es dir gefallen? Ich bin so dankbar, ich hatte richtig Tränen wieder in den Augen. Das war the worst. Warum? It was just amazing. Amazing war es. Just amazing, this amazing. Ach, amazing. Und das ist echt so Hammer, dass sie hier, auch hier, ne Schatz, gab es in Brisbane. Wo gab es das noch? Es gab noch einen Ort, wo es das auch gab. Das ist jetzt der dritte Ort, wo es diese Lagune gibt. Ja, doch, ja. Ich glaube in Newcastle, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Mama, ich sehe, können wir wieder gehen? Wir gehen jetzt langsam zurück zum Schiff. Nein, es will einfach für 5 Minuten. Für 5 Minuten? Nicht langsam, sondern jetzt. Ich dachte, wir gehen vielleicht noch Riesenrad fahren. Ja. Habt ihr Lust? Ja. Und dann können wir nicht in die Lagune. Okay, ich gehe da rein. Wohin? Da. Zum was? Zum Riesenrad? Okay. Ja, ist besser. Ariel hat gesprochen. Ich war so lange nicht. Ich war auch so lange nicht im Pool, aber. Du warst vorhin im Pool. Ja, aber nicht so lange. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal, oder Schatz? Der arme Daniel, guckt euch mal an, der muss hier die ganzen Sachen schleppen, die ganzen nassen Handtücher. Der Superpapa. Thank you. Habe ich extra für uns gemacht. Oh, wie lieb. Guck mal, die Sonne geht unter. Wie schön. So, und damit sagen wir bye-bye, Great Barrier Reef. Bye-bye, ciao-ciao, miau-miau. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr habt dann ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge Oksanas Welt am Great Barrier Reef in Australia. Ihr seht, bei uns ist auch nicht immer alles perfekt, nicht alles klappt, aber man macht immer das Beste draus und am Ende hat es sich doch wieder gelohnt. Und deswegen glaubt immer an euch, an eure Träume und gebt vor allem niemals auf. If dein Traum ist, zu Australia zu gehen, geh right now. Do it! Just do it. Just do it, don't be scared. Bis zum nächsten Mal.